1956. Nachkriegszeit in Sopron, einer Stadt in Westungarn. Der junge Peter Horvath arbeitet nach seinem Abitur als Fabrikarbeiter. Für seine Leistungen wird er ausgezeichnet als Stachanowist, als Spitzenarbeiter. Nun kann er ein Studium an der TU Budapest beginnen. Doch als die Ungarn den Aufstand gegen die kommunistische Herrschaft wagen, erstickt die sowjetische Armee den Widerstand und Peter Horvath trifft eine schwere Entscheidung. 5 Tage nach der Niederschlagung des Aufstands flieht er am 9. November 1956 nahe seiner Heimatstadt über die Grenze nach Österreich. Nein, ich habe mich nicht lange vorbereitet, weil irgendwie kam auch der Gedanke relativ schnell. Ich hatte ein kleines Köfferchen, ein ganz kleines Köfferchen in der Hand und da habe ich mein Abiturzeugnis reingepackt und eine zweite Unterhose und vielleicht noch die Zahnbürste. Das war's dann. Die Freiheit, die er in Deutschland findet, nutzt der Geflohene. Er studiert Maschinenbau in Aachen und arbeitet dann als Diplom-Ingenieur bei der Siemens AG in München in einer Rundfunkröhrenfabrik. Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt für mich, Mensch, du bist ja nicht so der Vollblut-Techniker. Du willst auch sehen, wie ein Unternehmen als Ganzes funktioniert. Und das war auch so der Anlass, dass ich dann bei Siemens nach 2 Jahren aufgehört habe. Peter Horvath absolviert ein wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustudium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur an der TU München, wo er 1969 promoviert wird und sich 1973 habilitiert. 1975 wird er an die TU Darmstadt berufen. Dort baut Peter Horvath den ersten Lehrstuhl für Controlling in Deutschland auf. Er schreibt sein Standardwerk Controlling, dessen Erstauflage 1979 erscheint und das mittlerweile in der 13. Auflage erschienen ist, sogar auf Chinesisch und Russisch. Also schon in unserer Generation, muss ich sagen, war Peter Horvath sowas wie ein Rockstar-Professor. Da stand kein älterer Herr mit Korthosen und vertütteltem Jackett als Professor vorne im Hörsaal. Immer sehr charmant und stets bewaffnet mit einem fantastischen, trockenen englischen Humor. Das fanden wir also ganz toll. 1981 folgt Horvath dem Ruf an die Universität Stuttgart, wo er bis zu seiner Emeritierung lehrt. Gastprofessuren führen ihn in den 80er Jahren nach New York, Wien, Sao Paulo und Shanghai. Insgesamt 85 Doktoranden verdanken ihm als Doktorvater ihren Titel. Er selbst erhält für sein wissenschaftliches Wirken 4 Ehrendoktorwürden. Also Peter Horvath war bestimmt einer der Mitbegründer des deutschsprachigen Controllings. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber das, was er hingebracht hat in diesem Sinn, war die Verbindung in die Unternehmungen rein. Sie wissen ja, wissenschaftliche Dinge und Praxis vertragen sich ja nicht immer. Und er hat so eine ideale Synthese gefunden: Forscher, Lehrer und Unternehmer. Das hat mich eigentlich nicht nur mich fasziniert, sondern ich glaube die ganze Controller-Community. In der Tat ist das reine akademische Arbeiten Horvath zu wenig. Er will wissen, ob der Wissenstransfer von der Theorie in die Praxis funktioniert. 1981 gründet er eine Unternehmensberatung, die später den Namen Horvath und Partners erhält. Das Gründungsteam besteht aus den Universitätsprofessoren Peter Horvath und Erich Zahn sowie dem Kaufmann Hans-Georg Winderlich. Wir wollten auch ganz schnell mit so etwas wie einem Produkt in die Gänge kommen. Und da hatte unser erster Mitarbeiter eine Idee, ein ehemaliger Doktorand von mir, ein Prognosesystem zu entwickeln für Hersteller variantenreicher, modeabhängiger Produkte.
in der Tapetenindustrie beispielsweise oder in der Brillenindustrie. Wenn ein bestimmtes Design nicht ankommt, dann sieht das sehr schlecht aus. Es war ja ein ganz eigenes Start-up, nicht so wie wir es heute herkennen, mit einem Investoren im Hintergrund, der so ein paar Millionen rüberschiebt und dann schaut, was geschieht. Er hatte ja drei Fundamente. Einmal sein sicherlich sehr großes Wissen, dann zweitens ein Netzwerk an Alumni, also von jungen ehemaligen Hochschulabsolventen, die Erfolg hatten in den anderen Unternehmen und die ihm immer noch verbunden waren. Und dann hatte er auch einen Pool an jungen, begabten Hochschulabsolventen, aus dem er schöpfen konnte. Ich denke schon, dass ein ganz wesentlicher Schritt war, dass ein Team um Peter Horvath die gemeinsame Vision geteilt hat und dieses Team auch über lange Zeit zusammengeblieben ist und Horvath und Partners dort weiterentwickelt hat. Die Gene, die wir, wenn ich so formulieren darf, mitgenommen haben aus der Universität, ist natürlich der Glaube an Kompetenz, ist der Glaube an eine hohe Qualität in der Beratung, und das hat sich letztendlich dann auch durchgesetzt. Das Unternehmen treibt die Entwicklung neuer Controlling-Methoden und die Anwendung der verschiedenen Steuerungsinstrumente in den Unternehmen voran. Individualität, Innovation und Partnerschaft lauten dabei die Maximen. Die Personen, die in dem Unternehmen aktiv sind, ja, das sind Personen, die Substanz haben, aber die auch soziale Kompetenz haben. Das sind wesentliche Merkmale von Horvath & Partners. Häufig haben wir dann auch während meiner Zeit als Berater zusammengesessen, dann auch eben mit den Partnern, mit den Gründern der Firma, und die haben auch unsere Ergebnisse, unsere Vorschläge immer wieder gechallenged, immer wieder hinterfragt, immer noch mal mehr gefordert. Ich glaube, das zeichnet das Unternehmen aus, dieser Leistungsanspruch, diese Lust auf Leistung, kann man sagen. Die Horvath-DNA, die auf Peter Horvath letztendlich zurückgeht, besteht letztendlich auch darin, dass man das Vertrauen und das Selbstvertrauen auch hat, dass man immer wieder den Weg nach vorne findet und dass man auch die Innovationskraft hat, um Dinge entsprechend anzugehen und zu gestalten. Das Beratungsgeschäft wächst rasant. Im Jahr 2000 übergibt Peter Horvath den Staffelstab an die Partner und den neu geschaffenen Vorstand. Er selbst wechselt in den Aufsichtsrat. Heute arbeiten hier mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 12 Büros in 7 Ländern in Europa und in Arabien. Doch sein Terminkalender ist weiterhin prall gefüllt. Nicht nur, weil er insgesamt 22 Mal am New York Marathon teilnimmt. Sie müssen sich vorstellen, Hunderte, Tausende von aufgeregten Läufern, die da auf dieser Fähre dann rüberfahren nach Staten Island, der Freiheitsstatue vorbei, und da jemand neben sich zu haben, der vertraut ist, der ohne Worte sozusagen, der auch ähnlich tickt und die gleichen, sag ich mal, Gefühle, die gleiche Nervosität hat, das ist so schon schön. Er gründet die Peter Horvath Stiftung zur Förderung der Wissenschaft, der Kunst und der Völkerverständigung. Er unterstützt begabte junge Wissenschaftler und Künstler und fördert die Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn. Also eins seiner großen Engagements ist natürlich die Förderung ganz junger, bildender Künstler in Kooperation mit der hiesigen Kunstakademie. Da gibt es ja auch immer wieder in der Firma Ausstellungen, in denen sich dann ganz, ganz junge Leute, die wirklich am Anfang ihrer künstlerischen Laufbahn sind, präsentieren können. Und dann ist für mich natürlich ein sehr gewichtiger gemeinsamer Punkt, dass ich Peter Horvath sehr für Studierende unserer Musikhochschule hier in Stuttgart engagiert. Außerdem gründet er das International Performance Research Institute, ein gemeinnütziges Forschungsinstitut auf dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre. 2014 überträgt er 50% der Anteile an die Universität Ulm, wo er außerdem eine Stiftungsprofessur finanziert. Die Universität verleiht ihm die Ehrensenatorenwürde. Also wir haben an der Uni Ulm, mein Team und ich, hervorragende Bedingungen, können da uns um unsere Forschung, um die Lehre und auch um unsere Projekte kümmern. Und was ich da besonders toll finde, ist eben auch, dass der Peter Horvath als Stifter dieser Professur weit, weit mehr gibt als das Geld, das er zur Verfügung gestellt hat, sondern er ist da wirklich auch mit Leidenschaft dabei. Wenn ich meinen eigenen Lebensweg betrachte,
da habe ich ja auch gesehen, welche Hilfe es bedeutet, gerade wenn man ein Studium absolvieren will, wenn man da wirklich etwas Größeres leisten will, dabei Unterstützung zu bekommen. Und das ist eigentlich das Faszinierendste für mich, wenn junge Menschen, Künstler, aber auch Studenten anderer Fachrichtungen tatsächlich ein Thema sich für sich entdecken und sich da vorbehaltlos einsetzen dafür und das zu unterstützen. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Von Kürzertreten will Horvath auch mit 80 nichts wissen. Fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen. Dieses Motto des Philosophen Cicero hat er sich zu eigen gemacht. Noch immer kommt er fast täglich ins Büro, hält viele Vorträge im In- und Ausland und beteiligt sich rege am fachlichen Diskurs über die Weiterentwicklung des Controllings. Er dreht regelmäßig Stadionrunden am Killesberg und geht zum Fitnesstraining. Denn Peter Horvath hat noch viel vor.